Ist Emilia zu Recht in den Liebeshoos? DSDS-Fans sind sauer. Am kommenden Wochenende wird 29 wieder auf der Bühne stehen. Die DSDS-Kandidatin konnte sich im Südafrika-Rekal behaupten und hat es nicht nur unter die letzten 10 Teilnehmer, sondern auch bis in die Mottos-Hoos geschafft. Ob ihre Erfolgssträhne anhalten wird, ist aber fraglich. Immerhin entscheidet von nun an ausschließlich das Publikum, wer in die nächste Runde einzieht, und bei den Zuschauern kommt die Nachwuchssängerin überhaupt nicht gut an. In der letzten Rekal-Runde mussten die Gesangstalente eigentlich im Duett gegeneinander antreten. Eigentlich. Denn und ihre Konkurrentin lieferten eine Mega-Performance ab und konnten so beide die Jury von sich überzeugen, ganz zum Leidwesen der Facebook-Nutzer. Auf der Social-Media-Plattform löst das Weiterkommen der Schweizerin nämlich blankes Entsetzen aus. Die User sind sich sicher, die schöne Dunkelhaarige hat es nicht wegen ihres Gesangstalents in die Liebeshoos geschafft. Emilia ist zwar hübsch, aber das Singen sollte sie lassen. Weiterzukommen wegen des Aussehens? Dann ist sie in der falschen Sendung, fasst eine Kritikerin die negativen Stimmen zusammen. Das dürfte Kefürer Dieter Bohlen, 64, wohl ganz anders sehen. Er kam nach dem Auftritt der Beauty aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ich bin ganz ehrlich, ich persönlich habe die größte Überraschung meines Lebens gesehen. Du bist richtig mutig. Punkt. Du hast das richtig, richtig gut verkauft.